So, dann werden wir uns gleich mal um den letzten Außenposten hier in dem Gebiet kümmern, beziehungsweise das ist dann der komplett letzte, den wir wieder auf unsere Seite bringen müssen. Aber vorher holen wir natürlich noch die eine Baseball-Sammelkarte oder was das auch immer da oben war. Und ich glaube, so viel müssen wir da auch gar nicht mehr sammeln. Normalerweise habe ich bei solchen Dingern ja immer einen guten Überblick, aber dadurch, dass wir hier so viel sammeln müssen, verliere ich da sehr schnell den Überblick. Was ist jetzt kaputt? Ach, nicht doch. Aber nicht doch. So. Gott, Hilfe! So, hier oben ist das Ding. Sehr schön. Sehr nice. Nochmal. Jetzt haut er mit meinem Heli ab. Alter, ich glaube, es hackt. Was ist das denn für ein Fotzenhobel? Sag mal. Ey, wir sind doch hier nicht bei Wünsch dir was. Ich parke da ohne weiteres mein Helikopter. Und was ist? Ja, ach ja, ich nehme mir einfach mal mit, ne? Oh yeah. Nice. So. Aber wenn man es so sieht, Verstärkung rufen können die ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Weil Jakob ist... Jakob ist ja jetzt tot. Und Josef macht da auch nichts. So. Soll ich mich da vielleicht erstmal hochbegeben? Das habe ich keine schlechte Idee, oder? So, komm, kletter. Kletter um dein Leben. Nice. So. Dann werden wir erstmal hier ein bisschen grinsen, ne? Also, da haben wir ein Alarm, zwei Alarme. Okay. Boomer, du gehst jetzt erstmal bitte hier... Oh, 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 oh. Okay. Da oben ist auch noch einer. Du gehst erstmal bitte hier hinten hin. Um das Gebiet nochmal ein bisschen zu umrunden. Da vorne ist auch noch einer. Alle klar. Und einmal hier vorne hin, bitte. Hab ich da irgendeiner gesehen? Kann ja gar nicht sein. Aber irgendwas schießt da. Also irgendwas und irgendwo. Okay. Wir werden uns erstmal wieder nach unten begeben.
Okay, das scheiß Flugzeug da oben, das geht auch noch seine Runden. What the fuck? Was ist denn hier am happenen? So, warte mal. Es waren jetzt zwei Alarme. Die ich in diesem Gebiet jetzt gesehen habe. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das Ding jetzt hier im Haus drin ist. Ganz kurz gucken. Nee, das Ding scheint draußen zu sein. Fuck. Fuck. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass der gepanzerte Typ sie erstmal weggedingst wird. Was machst du denn? Hallo? Hier, warte mal. Komm du hier mal... Was machst du denn da? Himmel, Arsch und Zwirn. Danke. So, da wird es aber bestimmt gleich hier Polen offen sein. So. Alles klar, gut. Links hat jetzt einen weggekriegt. Ah. Gut, das war gerade mein eigener Fehler. Und Dummheit. Ne? Aber egal. Schnauze. Ja, super, Gegner hat Verständigung. Oh, fickt euch doch. Fickt euch doch alle in eure verfickten Asche. Muss ich erstmal gucken. So, erstmal hier. Alles klar. Gut. Und weg. Schwein gehabt. Hört sich gar an wie ein Helikopter. Ach, da ist auch einer. Das freut mich aber ungemein. Ach Gott. Auch das noch. Hab
Oh, das sind aber reichlich, ne? Wenn ich da mal so sagen darf. Na, 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 na. Ich sehe nichts. Scheiß Sonne. Und das Schöne ist, ich kann jetzt meine Helfer da gar nicht ranholen, ne? Och, komm, wie viele Headshots willst du noch haben, du Penner? Verrecke! Oh! Ja, klar. Mhm. Ja, ja, alles gut. Und wir mal ein bisschen in Sicherheit bringen. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu gedingst, ne? Danke. So. Mhm. Alles klar. Danke. Oh, Hilfe. Boah. Alter, das hat reingehauen. Da habe ich jetzt, ja, so 13 Minuten für gebraucht. Super. Gut, das war jetzt aber der letzte Außenposten, den wir einnehmen mussten. Das gibt einen Daumen nach oben. Ja, das ist kein Wunder, so wie die hier aufgedingst sind, ne? Oh. Ja, gut. Die Rückeroberung der Radarstation ist eine coole Nummer, Deputy. Ich könnte wirklich deine Hilfe brauchen. Jedi sagte immer, sobald wir die zurückhaben, könnten die Whitetails den ganzen Wald überwachen. Und das war kein Scherz. Tja. Kannst du mal gucken. Was ich hier alles mache für euch. So. Endlich ist diese Gegend hier wieder in den Händen. Echte Amerikaner. Was haben wir hier für eine Mission? Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung. Geil, ne? Aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass die okay. Zerstöre die Satellitenschüsseln? Und wo soll das jetzt genau sein? Soll das jetzt hier auf den Dächern sein oder wie ist das jetzt zu verstehen? Das sieht so aus. Noch ja. Endlich ist diese Gegend hier wieder in den Händen. Ah ja. Bum bum. Ach, das ist noch einer. Ach du Scheiße. Na komm. Gut, so geht's auch. Ne? Achso, Moment. Das können wir ganz easy regeln. Ach so. So.
Jetzt müssen wir nur sicherstellen, dass die nie... Willst du mich verarschen? Ich habe das gerade mit einer Fernzündung hier gedingst. Klar, aber sicher. Nein. Komm, ich sag nichts. Alles gut. Weißt du, ich enthalte mich einfach der Stimme. Wie sieht denn das hier aus? Und gut ist es. Ne? Ja, ich muss auch mal ganz kurz hier auffüllen. Ne? Das muss ja sein. So. Da ist auch noch einer. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Wenn ich die Treppe bzw. die Leiter nach oben finde. Geht es hier noch irgendwo, vielleicht ein bisschen weiter nach oben? Ach hier. Das wäre wirklich herzallerliebst. Ja, hey, da unten nicht wieder einer. So. Ja, nice. Und ich kann weiter. So, komm, das machen wir auch ganz easy. Und den einfach so. Ja, gut. Mit Raketenwerfer muss ich schon, das Ding hält viel aus, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Alter, nicht schlecht. Frequenzrauschen. So. Ach, guck mal, sieht hier noch. Alles mitnehmen. Geil. I like this. So, komm, wollen wir die Dings hier mal gedingsen, ne? Also retten und so, ne? Ich bin ja nicht so. So, hier. Stimme auf. Oh. Danke. Danke, dass du auf mich aufpasst. Ja, sehr gerne. Kostet 9,80 Euro, ne? Rechnung wird teuer. Achso. So, Gegenstände. Nö, können wir auch nichts weiter auffüllen. Ah, gut. Perfekt. So, da vorne ist dann noch einmal Klatschnixen. Das machen wir aber noch ein bisschen, ne? Oh Gott, hier oben ist auch noch eine... Oh Gott. Es ist noch reichlich zu tun. Aber als nächstes werden wir erstmal hier zu Bo Adams hingehen. Da wollte ich eigentlich ja die, vor zwei oder drei Folgen wollte ich da schon hin. Aber hat ja nicht so ganz geklappt. So, jetzt ist nur die, die große Preisfrage. Wird das jetzt hier mit dem Gleitschirm bzw. mit dem Wingsuit klappen? Okay, also Wingsuit wäre dann SCAG links war das, glaube ich. Müsste man dann eventuell nochmal irgendwie austesten.
Aber das werde ich nicht. Ich weiß nur nicht, ob ich das überlebe. Ja, gut. Okay. Wieso hat er den Gleitschirm, den Wingsuit jetzt nicht geöffnet? Ich habe STRG gedrückt. Was soll der Scheiß denn jetzt? Etwas kommt auf uns zu, ihr spürt es, oder? Ja, ich komme auf euch zu. Was? Du, sag mal, du willst mich doch verarschen, ja? Nee, komm. Das mach ich nicht mit. Mal sehen, wie viele Meter das jetzt waren hier für die Herausforderung. Wo haben wir es denn? Wingsuit-Distanz? Null. Klar. Beim ersten Mal, es hat ja nicht funktioniert, ne? Fick dich. Fick dich. Dumme Drecksau. So. So, auf das, dass es mir wieder geklaut wird. Ne? So. Und wie gesagt, mit den Eigentum der Sekte, also da werde ich hier in dem Gebiet auch nochmal, da werde ich mir aber eine Karte hier über einen Browser öffnen und da dann einfach mal so ein bisschen dann gucken. Das machen wir aber, glaube ich, erst in der nächsten Aufnahme. So. So Leute, ich bin jetzt hier gelandet, ne? Wenn er gleich wieder weg ist, dann ist hier, ne? Also dann aber. Bos Höhle. Hallo. Hi. Ich sehe dir sofort an, dass du kein Peggy bist. Sonst würde ich einen ganz anderen Ton anschlagen. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Nenn mich Bo. Ich lebe von dem, was das Land mir gibt, solange ich denken kann. Ich habe im Lauf der Jahre viel Scheiße gesehen. Verbrechen, Korruption, Wahnsinn. Aber doch nichts wie Eden's Gate. Hat mich aber nicht verändert. Ist nur eine andere Art des Überlebens. Nichts ist mächtiger als Mutter Natur. Aber man schlägt sie nicht. Man arbeitet mit ihr zusammen. In Zeiten wie diesen ist es nicht klug, darauf zu bauen, dass Technologie dir den Arsch rettet. Ich sehe die Skepsis in deinem Blick. Ich sag dir was. Besorg mir ein paar Adlerfedern und ein paar große alte Leviathanknochen und ich beweise es dir. Erreiche den Snowshoe Lake. Okay. Ah, warte mal, da haben wir jetzt auch noch eine Dings hier in der Nähe. Oder ist die hier? Ich will mal ganz kurz gucken. Nö, nee, plündern können wir ja nichts. Alles klar, gut. Hey, ich habe nichts gesagt. Gut, gut. Ey, und unser Heli steht denn noch, das ist ja geil. So. Okay, das wäre also die jetzt hier oben. Ja, komm, dann holen wir die auch gleich mit. Wo ist die Markierung? Sag mal, willst du mich hier verarschen? Himmel, Arsch und Föhn hier. Laut Karte waren es aber eben gerade nur 400 Meter. Jetzt sind es 800? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß gar nicht, ob wir da mit dem Heli überhaupt drauf kommen.
Ja, vielleicht klingt es dann mit dem Piepen so an wie bei dem Gyrocopter aus Far Cry 4. Na, so ein Aber hey. Das war der falsche Knopf. Ups. Oh, ich bin noch... Ich höre eine Schlange. Ich sehe sie nur nicht. Ja, auch wieder schöner Frame-Einbruch. Dankeschön. Freue mich sehr. Okay. Mensch, der ist auch gut ausgestattet hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Nehmen wir uns den einfach mal mit. So. Alles klar, hier unten hätten wir auch noch ein Vietnam-Feuerzeug. Könnte man hier unten auch nochmal schnell hinflitzen. Peachy steht in der... Hä? Wieso... Hä? Die, ist doch die ganze Zeit... Oder sind die etwa bei dem letzten Außenposten? Ist da irgendwas... Sind die da etwa gestorben? Ich konnte die doch aber auch... Ich konnte die doch zurückholen. Ich habe die doch gerettet. Oder bin ich da jetzt falsch? Es kann natürlich auch sein, dass mein Gehirn wieder so große Aussätze hat, dass ich schon wieder vergessen habe. Weiß ich nicht. So, warte mal. Ich kann doch bestimmt hier mal kurz... So gedingst, oder? Müsste doch funktionieren, oder? Ja, geil. Sehr nice, dann kann ich mir das Ding hier drüben auch noch holen. So. Handschriftliche Notiz. Ela hat mich damit beauftragt, einen Weg zu finden, der Außenwelt von uns zu erzählen. Die Sekte kontrolliert alle Kommunikationswege, ganz zu schweigen von den Brücken, die rein und rausführen. Unsere einzige Chance ist es, rauszufliegen, bevor sie auch noch die Luftwege kontrollieren. Ich habe meine Ausrüstung bei mir. Ich werde heute im Schutze der Nacht aufbrechen. Wünscht mir Glück. Keil. Oh, und ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. So. Ja gut, aber wie gesagt, mit den Dings verstecken, das machen wir dann natürlich auch noch, aber... Ne? Aber da jetzt nicht hoch zu quälen, nee, das... Nee, das mache ich nicht. Will ich nicht. Kann ich nicht. Auch hier, der Timer hat auch schon wieder nur eine Minute. Oh, das ist ja unglaublich, wie schnell das hier geht. Dann mache ich mal einen kurzen Schnitt, fliege hier mal fix runter zum Feuerzeug und bin dann gleich wieder da. Bis gleich!